Meine Damen und Herren, Sie sehen Fast Forward und hier sitzt daneben mir Wiglaf Droste in meiner Show. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Also, als das in Amerika die Terroranschläge passiert sind und in Deutschland dann dieser Pietätsterror losging, warst du meiner Meinung nach, glaube ich, der Erste, der in der Taz was zu diesen Reaktionen in Deutschland geschrieben hat. Über diese wundervollen Sätze wie nichts ist mehr so, wie es vorher war oder diese Betroffenheit, das Wort im positiven Sinne benutzen. Und gab es da böse Reaktionen? Kriegst du sowas mit, wenn du sowas in der Taz schreibst oder ist man da ziemlich sicher bei der Zeitung? Ja, es gibt selbstverständlich in so emotional aufgepeitschten Situationen, wenn man da die Stimme der Vernunft erhebt, ja, und sagt, bitte jetzt kein Kitsch, sondern Analyse, mal angucken. Mhm. Ich möchte bitte wissen, was passiert. Ich möchte nicht, dass in den Rang einer Nachricht erhoben wird, wenn Angela Merkel sagt, sie sei ein Stück weit fassungslos, also was gar nicht geht, weil wenn man fassungslos ist, ist das nicht ein Stück weit. Und ja, ein Stück weit ist auch Björn Engelmanns Sprache. Egal, das ist, für mich ist das keine Nachricht, sondern ich möchte wissen, was passiert. Ja. Das sagt mir aber keiner, sondern alle schütten nur ihr Herz aus. Mhm. Und dann kommt schon so der Wunsch nach Vergeltung und man weiß immer noch gar nicht, was ist eigentlich los. Dann, wer hat das gemacht? Und naja, wenn man in einer solchen Situation sagt, Moment mal, Gefühle sind eine schöne Sache, aber jetzt möchte ich einfach mal meinen Verstand benutzen, weil wenn ich jetzt brauche ich ihn, ja, dann handelt man sich automatisch den Vorwurf der Gefühllosigkeit und der Herzlosigkeit an. Dir macht das wohl alles überhaupt nichts aus. Also wird einem sofort unterstellt. Es wird auch unterstellt, du freust dich wohl oder du findest wohl, die Amerikaner hätten das verdient. Nichts in dieser Art habe ich geschrieben oder gedacht. Ja. Das kriegt man automatisch ab und dafür sowas gibt es dann so Chatforen und da dürfen dann die Leute anonym draufhauen. Ja, die haben ja dann einen Namen, aber dürfen auch anonym. Naja, die heißen aber Space Cowboy. Ne? Ja, also die Chatforen sind ja für Leute da, die nicht lesen und schreiben können und die hämmern da so geistfrei irgendwas rein und das waren dann, glaube ich, nach ein paar Tagen so ungefähr 300 Briefe. Ich habe die aber wirklich nur in Auszügen gelesen. Also wenn jemand dann schreibt, eat shit and die, dann damit möchte man dann sagt das einiges über den, aber das, ja, sagt nichts über mich. Glaubst du denn, dass die Deutschen über- oder unteremotionalisiert sind, wenn die sich bei so einer Gelegenheit dann alle ereifern auf einmal? Also Sebastian Haffner hat 1940 geschrieben, dass die spezifische Dummheit der Deutschen nicht darin besteht, dass sie zu wenig Verstand hatten, sondern in einem Übermaß an Emotionen. Ein Übermaß. Ja, und das, ja, hat er 1940 analysiert, da war er gerade vor den Deutschen geflohen. Ja. Ich glaube, dass er recht hat. Also hier wird gerne, also sehr weit weg passiert etwas und hier fassen sich die Leute ans Herz und sagen, guck mal, was ich für Gefühle habe. Mhm. Und das finde ich nicht nur falsch und dumm, das finde ich auch richtig schäbig. Weil ich meine, was geht es die Leute an, die da sterben oder deren Angehörige, was hier irgendjemand für Gefühle hat? Oder wenn der Sozialdemokrat Peter Struck sich hinstellt und sagt, heute sind wir alle Amerikaner. Das ist für mich der blanke Zynismus. Mhm. Der ist keiner, er wird auch keiner und er hat das auch nicht erlitten. Ja. Und das ist eben in meinen Augen gar keine Geste der Solidarität, ja, sondern es ist eine prahlerische Selbstdarstellung, die in einem solchen Moment vollkommen unangemessen ist. Was ja auch wirklich so wirkt, wenn man sich die deutschen Politiker zum Beispiel anguckt, wie die einen Wettbewerb gemacht haben oder immer noch machen, so mit Ellbogen sich nach vorne drängeln und sagen, nein, mir geht's noch viel schlimmer als dem da hinten, weil ich habe jetzt noch bessere Wörter für meine Gefühle und wie schlimm es mir geht. So war das ja zu beobachten. Also ich war an dem Freitag, als diese Demonstration am Brandenburger Tor gab, ja, hatte ich um die Ecke, 2 Minuten von da zu tun, im ARD-Hauptstadtstudio. Da mache ich öfter mal Rundfunk für den WDR. Und die haben ein Studio und da wollte ich gerne zur Arbeit gehen. Ja. Ich hatte vergessen, dass um 17 Uhr diese Demo da ist. Ich kam gar nicht durch. Mhm. Ich bin dann von 2 Bundesgrenzschützern die letzten 300 Meter eskortiert worden. Die haben mich an der Pforte da abgegeben und gefragt, ob man mich dort kennt. Ja, also das lädt dann schon die eigene Bedeutung unglaublich auf, ja, wenn man so dahin gebracht wird, mhm, von der Polizei auf dem Bundesgrenzschutz. Auf dem Rückweg kam mir dann Peter Struck entgegen. Ich dachte, oh, wenn der gelesen hat, was ich heute geschrieben habe, dann wird er nicht sehr erfreut sein, aber er kennt mich ja zum Glück nicht. Ja. Dann kam Guido Westerwelle, dann kam Johannes Rau, dann, ja, kam Fischer und Scharping und dann kam auch noch das Vollgummigesicht von Gerhard Schröder. Und der Mann hat wirklich mittlerweile, das muss man so sagen, ein kugelsicheres
Gesicht. Also da dringt gar nichts mehr ein. Ja. Ja, und Scharping war einfach so froh, dass er endlich aus den Medien raus war, ja, obwohl er ja sonst eigentlich immer rein will. Stimmt. Super. In diesem Fall. Ja, und ich bin durch Zufall, habe ich in demselben Café noch gesessen, in dem die später, nachdem sie ihre Kundgebung hatten, rumgesessen haben und Kaffee getrunken haben. Und die Kellnerin hat sich hinterher beschwert und sagt, es sei unglaublich, Johannes Rau hätte eine halbe Stunde lang schlechte Witze erzählt. Und das habe ich aber schon mal gehört, dass er dafür berüchtigt ist. Ja. Und neben ihm saß Gerhard Schröder und diese kleine Strafe, eine halbe Stunde Johannes Rau zuhören zu müssen, die hat er sich ja nun mindestens verdient, wenn nicht noch viel mehr. Ja, absolut. Ich muss noch zu einem anderen Vorwurf kommen. Also jetzt nicht nur, was Leute dann wahrscheinlich sich aufgeregt haben über deinen Taz-Artikel zu diesem Thema, sondern der tolle Sexismus-Vorwurf. Und zwar, wenn ich deine Bücher lese, frage ich mich wirklich, wie erklärst du dir, dass Leute darauf kommen, dich als Sexisten zu bezeichnen? Weil du musst ja irgendwie damit umgehen, wenn Leute so vehement dich als solcher bezeichnen. Weil wenn ich deine Bücher lese und vor allem das Aktuelle, sind das meiner Meinung nach die besten Texte, die ich jemals über Frauen gelesen habe. Also über den gespielten Orgasmus zum Beispiel oder die Rolle der Frau. Wie erklärst du dir das selbst? Erstmal vielen Dank. Ja, bitteschön. Aber ja, ich bin da, glaube ich, der Falscheste, den man da fragen kann. Ich bin auch immer wieder überrascht, wenn man sehr genau beobachtete und beschriebene Liebeserklärungen abgibt, die hoffentlich nicht schleimig sind. Warum man sich dann den Vorwurf einhandelt, man sei frauenfeindlich, während man ihnen doch gerade quasi alles, was man so zur Verfügung hat, an Verstand und Sprachgefühl, zu Füßen legt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, Leute verwechseln da einfach was und die projizieren auch sehr viel. Ja. Also ein sehr schönes Erlebnis war mal, ich habe einen Artikel geschrieben über das feministische Frauengesundheitszentrum in Berlin, ist ungefähr 10 Jahre her. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und ich habe nur das Programm, was die hatten, zitiert. Mhm. Und bei mir stimmen die Zitate immer, da wird nicht manipuliert. Und ganz sanft kommentiert. Ja. Also es gab da zum Beispiel ein Brüste-Wochenende, ein Brüste-Verwöhn-Wochenende. Und ich habe dann nur im Kommentar gefragt, was machen die da eigentlich? Ich würde gerne mal zugucken. Ja. Ja. Und dann bezahlen andere sehr viel dann Geld, und dann gab es eine Klitoris-Diaserie. Und ich dachte die ganze Zeit, was ist eine Diaserie? Ja, fragen wir auch. Bis ich dann kapierte, es ist eine Klitoris-Dia-Serie. Ah. Ja, und wie bei mir, Tatort. Ich wusste einfach nicht, ich stand staunend vor dieser Frauenwelt, wie ich das eigentlich ziemlich häufig tue. Und dieser Artikel war staunend und verwundert. Es gab dann einen Aufruf, boykottiert die Zeitschrift, in der das damals stand, und boykottiert Wiglaf Droste, denn Wiglaf Droste ist lesbenverachtend. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie das geht, lesbenverachten. Das ist jetzt auch nicht gespielt, ich weiß es nicht. Es gibt auch gar keinen Grund, das zu tun. Aber ich glaube, ich eigne mich einfach ganz gut als Zielscheibe. Ist ja genug dran und die Leute suchen immer irgendeinen Blitzableiter, in dem sie den Müll aus dem eigenen Kopf abstreifen können. Und weil ich ja eigentlich immer mit, also ich ziehe mir keine Rüstung an, wenn ich schreibe oder auf die Straße gehe. Ja. Das macht einen dann vielleicht zur Zielscheibe, aber gut wäre es, da mal jemanden zu fragen, der das behauptet. Ich wüsste es auch gerne. Würde ich auch gerne mal. Mhm. Aber ist es denn bei dir mittlerweile, muss das doch so sein, dass du, dass man irgendwie versucht, damit umzugehen, indem man denkt, okay, dann ärgere ich vielleicht die richtigen Leute. Weil irgendwie sticht man ja da irgendwie in ein Nest, Wespennest, wenn Leute sich so aufregen oder nicht. Ja, es wird viel falsch verstanden, aber es kommen ja auch dann manchmal nach Lesungen, wirklich schon passiert jetzt bei der Rolle der Frau, dass eine sehr hübsche Frau mich fragt, ob ich ihr nicht diese kleine Rolle am Bauch vielleicht signieren könnte. Ja, also sehr Popstar-mäßig. Ja, wurde auch schon mal gebeten, in München einer Frau die Brüste zu signieren. Und ihr Freund stand daneben. Hast du ja oder nein gesagt? Ich habe ja gesagt, sie wollte unbedingt. Ach so, der Freund, du konntest es gar nicht. Der Freund sagte, sie will es unbedingt, aber pass auf, was du tust. Ja. Nein, man kann ja schlecht eine Brust signieren, ohne sie irgendwie festzuhalten. Richtig, wackelt ja hin und her, je nachdem, wie groß die ist. Ja, und es war, also da brach mir schon ein bisschen der Schweiß aus, weil ich dachte, wenn ich jetzt was falsch mache,
ich tue jemandem Gefallen und fange mir noch eine dafür ein. Ja. Nein, aber das sind, das entschädigt doch für viele blöde Leserbriefe. Ja. Ja, und absolut. Wer Leserbriefe schreibt, ob die jetzt zustimmend sind oder ablehnend, also wer Leserbriefe schreibt, dem ist, glaube ich, sowieso nicht zu helfen. Der hat zu wenig Schönes im Leben zu tun. Ja, ich kenne auch niemanden, der Leserbriefe schreibt. Mama hat einmal einen Leserbrief geschrieben und sonst kenne ich niemanden.